Nachdem ihr in der letzten Folge jetzt gesehen habt, wie geil Christian und sein Team dieses Auto lackiert haben, war für uns natürlich klar, alles, was an dieses Auto später wieder rankommt, muss mindestens genauso geil werden. Das heißt, die Zeit war knapp. Während das Auto noch beim Lackierer stand, haben wir schon angefangen, uns die Achsen vorzunehmen und alle Anbauteile, die an das Auto wieder rankommen, einmal fachgerecht, optisch auf neuesten Stand zu bringen. Ja, Max, dann erzähl mal, was können wir hier alles so upgraden? Also im Grunde alles, also lagertechnisch natürlich alles, ne? Differential im Ganzen wird natürlich upgegradet, also die Sperre selbst. Wir ersetzen den Deckel. Ja, Stabi wird ein anderer reinkommen. Wie gesagt, Lager eigentlich alle. Ein paar Lager, die jetzt nicht Uniball sind, werden zu Uniball. Ja, zum Beispiel hier der Längslenkerarm da vorne. Bleiben irgendwelche Kunststofflager drin, Gummilager? Also serienmäßige Lager bleiben eigentlich gar keine mehr. Okay, also krass. Wir upgraden alles. Die, wie du schon gesagt hast, die fliegen raus. Die werden straffer natürlich durch PU-Lager. Man hätte auch zum Beispiel einen Alukörper reinpressen können, aber irgendwie hast du ja auch gesagt, das soll jetzt kein 24-Stunden-Auto sein. Ne? Deswegen bleiben wir ein bisschen humaner. Genau. Und alles, was sich 3D im Raum bewegt, wird zu Uniball. Das gibt es jetzt hier oben schon und hier unten im Originalen. Hier ist Original schon Uniball drin? Ja. Krass. Genau. Also eine Stahlkugel im Stahlgehäuse. M3 oder alle BMWs? Ja, alle BMWs. Also beim AG-Modell auch. Alles ein bisschen feiner ausgeführt, aber auch Uniball. Ja. Aber nur hier außen. Ne? Hier siehst du ja, das ist ein Vollgummilager. Vulkanisiert. Ich würde sagen, als allererstes kloppen wir das Ganze mal auseinander. Mhm. Weil schöne Teile zusammenbauen macht ja auf jeden Fall immer mehr Spaß als so Rolli. Das ist richtig. Los geht's. Ja, Achsteile waren auf jeden Fall mega. Das wieder Japan geschuldet, kann man wirklich so sagen. Keinerlei Rost, keinerlei Festrostungen. Alle Schrauben gingen wirklich sauber auf. Achse ließ sich einwandfrei vollständig zerlegen und war dann bereit fürs Aufarbeiten. Was machen wir eigentlich mit Bremse, Max? Was möchtest du denn haben? Also machen können wir viel, abhängig von M4 Keramik? Geht sogar, aber dann sind wir halt bei 20 Zoll, ne? Und das ist dann Fahr- und optisch, vom Fahrverhalten und optisch auf dem Auto natürlich nicht so. Nee, soll auch im Rahmen bleiben hier. Also ich denke mal, die neu. Sowieso, ja. Bremssättel, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, ob es da nicht ein bisschen was Schöneres als die kleinen Dinger hier gibt. Ich jetzt würde hinten zum Beispiel auf zwei Kolben wechseln dann, ne? Und nicht mehr auf diese Guss-Faustsättel. Kann zwar auch ein bisschen was, ne? Abhängig vom Belagsatz, den du dann fährst, aber optisch natürlich. Ja, brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Der Sattel ist natürlich so ein bisschen. Geht besser. Golf 3 mäßig. Ja. Okay, Achse ist zerlegt. Ich würde sagen, die ganzen Teile müssen wir jetzt alle mit zum Pulver nehmen. Ich habe auch schon eine Idee, was wir mit den ganzen Schrauben machen. Da kommen wir später drauf. Aber nein, keine Angst, keine Titanschrauben. Da wäre ich dann auch eingeschritten, spätestens bei dem Thema. Dafür alles mit nach Hannover, einmal pulvern, Diff verlässt auch Bamberg, mal gucken, wo es hingeht. Ich kann es mir vorstellen. Und wir machen ein bisschen mit dem Innenraum weiter. Würde ich sagen, nachsaugen, Armatur im Brett. Also die Teile, die nicht ganz so dreckig sind. Jetzt am Show ausziehen, weiter, genau. Los geht's. So, der grobe Dreck ist raus. Dass man sich nochmal so für so einen Teppich begeistern kann. Oh, ich liebe das vor Dingen. Diese Struktur jetzt gleich, ne? Wenn du erstmal, wenn du das Ding dann so hältst und siehst, wie der Dreck hier durch die Düse geht, ne? Das ist dann, das ist schon so eine innerliche Befriedigung, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Wenn man dann so sieht, wie 20 Jahre Japan durch diese Düse wandern. Die ganzen Sashimis. Okay. Ja, ich würde sagen, einmal einsprühen.
Dreck aufweichen und dann raus damit. Ich muss wirklich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass man einen 20 Jahre alten Teppich mit wenig Mitteln wieder so krass aufgearbeitet bekommt. Aber schon krass, was der mit einmal Absaugen auch schafft, dann Feuchtigkeit wieder rauszuholen. Mhm. Ne? Also es ist, schon gut trocken. Wenn du jetzt überlegst, der Teppich wäre im Auto, machst du halt die Heizung an, lässt eine 2-3 Stunden stehen, dann ist es eigentlich gut, ja. Ah, da siehst du. Schwarze Zeug. Ja, gerade hier Fuß, Gaspedal und so, ne? Thema Teppich ist eine geile Sache, weil man einfach mit wenigen Handgriffen aus einem alten, räudigen, dreckigen, stinkenden Teil wieder was echt Schönes, Frisches zaubern kann und es nicht einfach neu kaufen muss. Ich muss wirklich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass man einen 20 Jahre alten Teppich mit wenig Mitteln wieder so krass aufgearbeitet bekommt. Nach diesem kleinen Erfolg war für uns natürlich klar, jetzt müssen wir mit dem Armaturenbrett genauso weitermachen. Hier machen wir ganz oldschool mit einem Flüssigreiniger. Ne, sprühen wir einmal auf, dann habe ich jetzt angemischt, extra fürs Armaturenbrett. Da gucken wir mal, weil wir waren hier, haben ja ein paar Aufkleber geklebt und so weiter. Ne, jetzt gucken wir mal, dass wir die Kleberückstände vernünftig runterbekommen. Und wenn das alles picobello ist, dann bauen wir es so wieder ein. Ist bei sowas egal, in welche Richtung, oder sollten wir nach Möglichkeit das ganze Armaturenbrett immer gleich wischen? Ich mache es kreisförmig, ist wie beim Zähneputzen, dann kommst du in jede Pore. Schon kreisförmig, okay. Ja. Ich hätte es jetzt mit Absicht eher nur in eine Richtung so gebürstet, weißt du? Aber kein Problem. Muss keine Angst haben. Hält was. Ja, hat ja schon 20 Jahre überlebt, ne? Ja, jetzt schafft es den Philipp auch noch. Okay, man sieht aber tatsächlich, wie man hier richtig was rausholt, ne? Ja, ja. Ich glaube auch, also es ist noch nicht ganz trocken, aber... Das sieht relativ gut aus. Und das schon durch eigentlich nur dreimal drüber schrubben. Ne? Ja, ja. Man sieht auf jeden Fall das, was hier jetzt gerade so ein bisschen speckig und glänzend ist. Das wird hier unten auf jeden Fall wieder farbintensiver. Ja. Würdest du am Ende danach nochmal mit einer Art Cockpitpflege rübergehen? Oder wirklich nur reinigen? Ehrlich gesagt nicht. Okay. Ja, als ich so Philipp gesagt habe, du nimmst jetzt eine Wurzelbürste und einen vernünftigen Reiniger und schrubbst schön mit Hand das Armaturenbrett, hat er mich erstmal etwas verwundert angeguckt. Aber in dem Fall war es auch wieder zu sehen, mit welchen einfachen Mitteln man doch geile Arbeit oder geiles Ergebnis erzielen kann. Niemals hätte ich gedacht, dass man diesen Teppich und das Armaturenbrett so krass aufarbeiten kann. Nach unserer Nassreinigung musste auf jeden Fall Armaturenbrett und Teppich über Nacht trocknen. Und ich kann euch sagen, ich war wirklich mehr als gespannt, wie Philipp auf das Ergebnis reagieren wird. Als am nächsten Tag alles getrocknet war, wir bei Sonnenschein in die Halle gekommen sind und das Ergebnis angucken konnten, ich muss wirklich sagen, ich war sprachlos. Ja, Max, das wäre aber nicht notwendig gewesen, dass du einen neuen Teppich kaufst. Jetzt nicht mehr. Gut geworden, ne? Ja, krass. Vor allem, was ich halt lieb, ne? Diese, du hast es gerade schon gemacht ohne Kamera, diese Struktur. Ne? Ja, hier sieht man das krass. Hier. Da ging das gerade gut, oder hier? Ne, ich muss wirklich sagen, auch so der Bereich. Haben wir gut gemacht. Man muss ich sagen, echt Chapeau. Da hast du das richtige Händchen gehabt, wie wir aus dem Teppich hier wieder das Maximum rausholen. Ich sag mal, der Glanzgrad und die Struktur ist jetzt einfach irgendwie so gleichmäßig, dass man wirklich denkt, dass das, ich will nicht sagen neu ist, aber... Jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, wird mir eigentlich erst so richtig bewusst, wie wenig Zeit wir hatten. Nachdem wir die Achsen zerlegt hatten, sind die Teile direkt in meinen Bus gewandert. Ich habe sie mit nach Hannover genommen. Dort habe ich einen Pulverbeschichter, auf den kann ich mich ziemlich gut verlassen. Und so kam es,
wie es auch kommen musste. Nur wenige Tage später bin ich mit den frisch gepulverten Teilen schon wieder nach Bamberg gefahren und war wirklich gespannt, was Max zum Ergebnis sagt. So, Max, da sind wir wieder. Hier kommt Ihr Herzblatt. Oh, oh. Bist du bereit? Ui, ui, ui. Guck mal, ich habe Besuch mitgebracht. Grüß dich. Der Herr des Verzinken, Verchromen, Vergolden. Ach, du bist der Alex Herr ist auch am Start, ja. Ich hab dir doch versprochen, das wird gut. Okay, geil. Das ist jetzt chemisch entlackt, entrostet, gepulvert, wie was? Das ist einfach nur gestrahlt und gepulvert. Rost war ja eh keine. Aber das ist die Farbe, die ich immer so gerne mag. Und das so schön wie OEM Original Plus aussieht, ne? Ja, das Problem ist nur, wie du siehst, hier ist natürlich radikal alles raus. Das heißt, wir fangen jetzt natürlich an, radikal alle Lager einzupressen, etc. Ja. pp. So, aber ich sag dir, was da drin ist. Eieiei, ich sehe schon eine Radnabe. Eine schöne Radnabe. Es sind aber auch immer männliche Radnamen bei BMW, ne? Diese halten. Geil. Oh, hier Stabi-Halter. Eieiei. Ey, muss ich ehrlich sagen, da schon jetzt so, ist halt schon. Also, wenn du es neu bestellst, ist es nicht so geil vom Finish wie genau. So, und das Problem ist auch, seitdem ich Alex kenne, ist es eigentlich so, dass ich so galvanisch, was ist das für galvanisch verzinkt? Verzinkt, ja. Finde ich fast cooler als gepulvert. Mhm. Du meinst Summe, jetzt als Silberpulvern? Genau. Ja, so, oder schwarzpulvern. So, ne? Weil normalerweise pulvert man ja alles immer schwarz. Aber weißt du, so am Ende, am heftigsten ist halt so dieser Kontrast. Und wenn man überlegt, wie die vorher aussahen mit dem ganzen Rost und so weiter. Die hast du jetzt ins Bad geschmissen genau. Und dann frisst sich das raus? Genau. Oder wir haben erstmal hier die Passungen abgedeckt, dass es nachher wieder schön ohne Probleme reinpasst und dann gestrahlt bzw. chemisch entrostet und neu verzinkt. Also Max, gut geschlafen? Ja. Neuteile sind auf jeden Fall immer motivierend. Sehr. Das heißt, wir geben jetzt weiter Gas. Bevor die Auto. Bevor der BMW zurück vom Lackieren kommt, müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Teile vorbereiten. Jetzt ist zwar schon einiges gestrahlt und gepulvert, davon ist es aber noch lange nicht wieder zusammengebaut. Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt hier diverse Lager einpressen. Genau. Was möchtest du wissen? Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem komplexesten Teil an. Und das wird wahrscheinlich der Haupt Längslenker sein? Ja. Es sind auf jeden Fall die meisten Lager drin. Das ist ja so das Hauptteil von der Achse. Und hier wollten wir auch nicht PU-Lager reinmachen, sondern richtige Uniball-Lager. Genau, also man kann PU-Lager reinmachen, jedoch ist es halt beim Längslenker so, er muss sich dreidimensional im Raum bewegen können, um, sag ich mal, optimale Einstellmöglichkeiten zu haben von den Achswerten und Fahreigenschaften, wenn du auch ein vernünftiges Fahrwerk reinmachst. Das hier hatten wir schon festgestellt oder du schon festgestellt, sind ja immer original auch schon quasi Uniballs, keine Motorsport, aber die original hier drin waren. Genau, die bewegen sich im Grunde in einem Kugelgelenk dreidimensional. Und hier hatten wir vulkanisierte Vollgummilager mit einer Gussbuchse in der Mitte, die sich im Grunde nie dreidimensional bewegen kann, auf das wir aber jetzt umbauen. Den Uniball, der sich dreidimensional bewegen kann. Dreidimensional bewegen? So. Muss ich erstmal aussprechen können überhaupt. Heißt somit, ein Gummilager ist ja eigentlich immer nur vorgesehen, dass es hoch runter sich bewegt, also dass es sich so ein bisschen verdrehen kann. Also eigentlich kann es ja selbst das nicht, weil es ist ja festgeschraubt in der Mitte. Im Grunde macht es gar nichts. Ja. Das heißt, es verspannt sich immer und diese spielfreien Uniball-Lager haben halt eine Kugel und eine Pfanne und es kann sich wirklich in alle Richtungen bewegen. Richtig. Ich würde sagen, los geht's. Fangen wir mit dem Lenker an und arbeiten uns dann durch die Achse durch. Genau. An sich ist PU-Lager einpressen wirklich eine einfache Sache. In unserem Fall waren die leider etwas widerspenstig, sodass das ein oder andere Mal das untere oder obere Lager sich rausgeschoben hat. Ich habe natürlich schon die ein oder andere Achse aufgearbeitet, jedoch nicht in diesem Zeitrahmen und auch nicht in dieser Dimension, wie es bei dem Auto dann am Ende war. So Max, was machen wir mit den beiden Kollegen? Weil so können wir die auf gar keinen Fall einbauen. Was stellst du dir denn vor? Ja, bei einem Teil, was vorher Alu war, das schwarz zu pulvern, ist immer, geht schon. Aber optisch wäre es natürlich schon cool, wenn wir es eher wie einen Serienzustand kriegen. Bisschen seriennah, ist schon ganz geil. Ne? Also ja, das ist ja Aluguss, ne?
Mein Vorschlag, Glasperlstrahlen, um einmal diese originale Struktur und Optik wiederherzustellen und danach einfach Klarlack pulvern. Und dann ist es im Grunde versiegelt gegen Korrosion und Wasser. Also auf das gestrahlte Teil muss auf jeden Fall wieder was drauf. Ja, weißt du selber, Alune, da ein bisschen Feuchtigkeit da ist oder du hast auf der Straße irgendwas, was gestreut wurde, man weiß ja nie. Dann bist du halt direkt wieder bei Korrosion und das wollen wir nicht. So, und das Coole ist, das kann Max sogar hausintern selber machen hier. Los geht's! So, schauen wir mal was sehen. Ja, schon mal ein cooles Ergebnis für den bisschen Aufwand. Sehe ich auch so. Okay, das heißt, jetzt muss aber einmal geschützt werden, einmal pulvern. Genau, wir waschen das Teil jetzt, dann pulvern und danach pressen wir die Buchse raus. Die wird jetzt quasi mitgepulvert und opfert sich. Die pressen wir danach raus und die neue rein. Und dann hast du im Grunde einen fast neuen Lenker. So langsam merkte ich, wie ernst es um dieses Projekt wurde. Ja, ich muss sagen, am Ende haben wir uns wirklich jedes Kleinteil vorgenommen. Wir haben mal wieder nicht nur die Achsen einfach nur neu gemacht, sondern wir haben sie auch noch verstärkt. Es ist schon wirklich eine richtig geile Sache, das Zeug dann in den Händen zu halten. Und ja, in Verbindung dann mit den frisch verzinkten Schrauben, alles neu gepulvert. Also es ist schon für mich eigentlich ein Highlight sowas. Dann in den Händen zu halten und zu montieren, weil ich es dann schon im Kopf habe und weiß, wie es dann unterm Auto aussieht, mit dem frischen Unterboden und so weiter. Also geile Sache. Alles ist vorbereitet. Wir haben die Zeit perfekt genutzt. Jetzt kann die Karosse kommen und dann geht es auch direkt los mit dem Zusammenbau.